Also, mein Name ist Emanuel Degen, ich bin aus Innsbruck, bin Filmemacher und Schauspieler. Mache jetzt schon seit 10 Jahren Spielfilme. Das ist jetzt der 9. Film, den ich mache, mit dem Titel Echte Freunde. Wir haben da ganz tolle Leute dabei, den Bertel Fuchs eben auch aus Reutte. Und ja, macht total viel Spaß und wir haben da jetzt eben gerade eine Szene in einer Bar. Das ist eigentlich die zweite Szene im Film. Und mal schauen, was noch kommt. Action. Wollte Sabine Kontakt zu mir aufnehmen? Ich wusste ja nicht, wo du warst. Du hättest meine Eltern fragen können. Ich wusste auch nicht, dass du mit deinen Eltern noch sprichst. Seit damals habe ich sie nie mehr gesehen. Aber trotzdem haben sie immer gewusst, wo ich bin. Und außerdem hatte Viktor zu mir Verbindung. Was, Viktor? Ja, ich war früher seine Betreuerin. Und in einer schwachen Stunde bin ich einmal mit ihm ausgegangen und habe wohl von euch erzählt. Und plötzlich kam ein Mail. Was hat er geschrieben? Dass er für dich arbeitet und er hat mir Bilder von Isabel geschickt. Er malt wirklich sehr gut, das muss man ihm lassen. Aber es scheint, als hätte er sich in sie verliebt. Verliebt? Er ist wie besessen von Isabel. Ich glaube, es ist das Beste, wenn Isabel zu dir zieht. Zu mir? Einfach so? Ich glaube, dass Isabel immer schon gefällt. Und mir auch. Bitte. Mathilde. Also, mein Name ist Yvonne Harder. Ich bin Schauspielerin, bin Theaterpädagogin. Im Film spiele ich die Mathilde. Die Mathilde und der Günther hatten eine Beziehung in der Jugend von der Mathilde. Die haben ein gemeinsames Kind, das ist die Isabel, die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren in dem Film, um die es eben geht. Und Günther versteckt Isabel dann eigentlich bei Mathilde. Die Isabel weiß gar nicht, dass sie die Tochter von Mathilde ist. Und es kommt dann im Laufe des Films eigentlich, findet sich die Familie wieder. Warum so schnell bist du? Ich will weg von dir. Nein, bitte gib mir eine Chance. Nein, ich wollte das nie so nah. Karol, das wäre mein Lieblingsschwiegersohn. Du bist der Karol? Ja. Und du, Viktor? Und was hast du von meiner Zeit für die Günther gearbeitet? Ich habe für die Sicherheit gesorgt. Gut, das mache ich jetzt. Ja, ich spiele die Hauptrolle, den Mafia-Boss, den Geschäftsmann. Ich knüpfe die Fäden, Beziehungen lasse walten, schaue, dass sie zu Geld kommen und delegiere natürlich, wie es im Geschäftsleben üblich ist, gewisse Leute und schaue natürlich, dass zu meinem Vorteil, bis alle Geschäftsmänner denen zu Geld kommen. Und Action. Was hat er geschrieben? Dass er jetzt für dich arbeitet. Und er hat mir Bilder von Isabel geschickt. Einmal wirklich gut, das muss man ihm lassen. Aber irgendwie scheint es mir, als hätte er sich in sie verliebt. Verliebt? Er ist wie besessen von ihr. Also unter den Dreharbeiten, ja, haben wir oft der Gaudi eigentlich gerade mit dem Bertel Fuchs. Macht es sehr Spaß, zusammen zu drehen, zusammen zu arbeiten. Sonst ist natürlich schon auch oft schwierig, gerade im Co-Regie-Team, muss ich schon sagen, das ist nicht so einfach. Mathilde. Du schaust so schrecklich. Was hat er geschrieben? Dass das Handy läutet. Scheiße. Ich bin ja kein Schauspieler, das möchte ich mal gleich schon sagen. Ich habe nur zugesagt, mir hat der Herr Adowitsch, also der Ada Dullas, schon ein guter Freund von mir, ist im Sicherheitsgewerbe jahrelang tätig, bildet auch Leute aus. Unter anderem haben auch noch die Ehre gehabt, mit ihm Schulungen zu machen. Und das hat mich eigentlich fasziniert. Während der Ausbildung natürlich habe ich mit Ado in Emanuel
Degen, den Regisseur von diesem Film, und die Co-Produzentin Yvonne Harder, die wo Schauspielerin ist, habe immer Bedenken gehabt, und sie hat mir natürlich mit ihrer Hilfe versprochen, dass sie mich in allen Lagen unterstützt, dass ich so überhaupt den Film drehen und spielen kann. Also die Wasserrettung hat uns eben auch sehr unterstützt, eben wo wir am Plansee gedreht haben. Es ist auch eine von der Wasserrettung extra ins Wasser gesprungen, weil eben der Bösewicht im Film, der Viktor, eben sie da reinschmeißt und eben flüchten will, weil der Adovic gerade hinter ihm her ist. Auf Wiedersehen, Baby! Also wir haben die Stübenfälle gehabt, wir haben den Geichpass gehabt, wir haben den Sonnenhof gehabt, das Drehort, die Burgschenke, rund um diese Orte dort. Beim Christian Senn haben wir gedreht, im Steh. Das war ein super Dreh. Beim Ricky im Papp haben wir gedreht, war ein super Drehort. In Innsbruck haben wir gedreht, in Wien haben wir gedreht und in Klagenfurt.